Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon wieder Donnerstag. So crazy, wie schnell so eine Woche vorbei ist. Ich bin super müde heute. Ich glaube, ich brauche heute ein bisschen mehr Kaffee. Weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich zeige euch noch mein Essen wie jeden Morgen. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal erwähne. Es ist auch sehr, sehr unspannend. Und zwar habe ich mir einfach beide Varianten heute mal eingepackt. Einmal den Joghurt, wie immer mit Quark und Banane. Und meine Toppings habe ich schon auf der Arbeit gelassen gestern. Keine Ahnung warum. Einfach wieder Dinkelflakes, Chiasamen und Nüsse. Oder ich esse Porridge mit Banane. Aber ich glaube, ich tendiere eher zum Joghurt. Da habe ich irgendwie heute schon wieder voll Bock drauf auf was Frisches. Zum Snacken wieder wie immer Apfel, Karotte und Paprika. Und ich hole mir heute noch ein Brötchen beim Backwerk. Die schmecken da mal voll geil. Dieses Tomate-Mozzarella-Körner-Ecke-Ding. Das schmeckt richtig gut. Da ist zwar noch so eine Remouladen-ähnliche Soße drauf. Und das ist dann heute beim Mittagessen. Und dann melde ich mich heute Nachmittag bei euch wieder. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade nach Hause gekommen. Es gab heute übrigens kein Tomate-Mozzarella-Brötchen mehr bei Backwerk. Deswegen musste ich dann spontan einen belegten Laugenzopf nehmen. Der war so mit Sesam drumherum. Und dann war ein bisschen Käse drauf, Tomate und Gurke. Und Salat war aber auch ganz okay. Genau, meine Kiwi habe ich heute vergessen zu essen. Die liegt noch auf der Arbeit. Und heute Morgen gab es übrigens Joghurt, kein Porridge. Jetzt gönne ich mir gerade noch so einen Proteinpudding. Und Leute, das ist Salted Caramel. Das schmeckt so geil. Ich liebe die einfach von Rewe. Und den werde ich jetzt noch schnabulieren. Wir werden heute eventuell vielleicht wieder abends bestellen, weil wir das Würfelvideo weitermachen wollen. Ich habe übrigens eine 10 gewürfelt, also schaut gerne im Video vorbei. Ich bin gespannt, was es dann heute Abend gibt. Das werdet ihr natürlich auch sehen. Kommt aber ein bisschen drauf an, wann Robin nach Hause kommt. Also wenn der jetzt viel zu spät kommt oder so, dann werden wir, denke ich, heute noch die Lasagne-Reste essen, ehe die schlecht wird oder so. Und dann morgen bestellen und ich snack jetzt noch mein Pudding zu Ende. Ist jetzt, by the way, auch schon 4:45. Ich war nämlich gerade noch im Tattoo-Studio und habe mir meine Motive angeschaut und ich muss sagen, ich bin richtig happy. Also ich möchte mir hier Hope als Schriftzug tätowieren lassen. Und hier unten, also so hier in dem Bereich, hier so, kommt eine wunderschöne Rose hin und die sieht richtig schön aus. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich mir die dorthin stechen lasse oder so seitlich auf die Pobacke. Aber ich frage Robin nochmal, was er davon hält und was wir dann, oder was ich mir dann letztendlich stechen lasse. Termin steht schon im September. Ich freue mich sehr drauf. Ist dann so die Zeit, wo es nicht mehr so warm draußen ist, wo das ganz gut ist wegen Schwitzen und so. Deswegen ist jetzt schon 4:45. Ich chill mich jetzt noch ein paar Minuten auf die Couch. Ich weiß noch nicht, ob ich heute Sport mache. Irgendwie habe ich keinen Bock drauf, aber es wäre mal wieder an der Zeit. Ich gönne mir den jetzt noch und melde mich dann später bei euch wieder, ob wir nun bestellen oder nicht. Okay Leute, eins steht fest, ich bin gefräßig. Wir wollten ja eigentlich das Würfelvideo drehen, aber irgendwie dauert mir das jetzt mit Robin zu lange. Ich habe schon so Hunger, ich hatte heute auch kein wirklich krasses Mittagessen. Es war ja im Endeffekt nur ein Brötchen. Gut, ich habe jetzt vorhin den Pudding noch gegessen, aber ich esse jetzt auf jeden Fall schon Abendessen, weil ich Bock drauf habe und ehe ich jetzt so viel rumsnacke, dachte ich mir. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen rote Beete beim Zubereiten genascht, man kennt's. Und werde jetzt einfach noch die Reste essen von gestern, die übrig sind, damit die nicht schlecht wird, ist auch ganz gut. Und dann bestellen wir einfach morgen Abend zum Ausklang der Arbeitswoche, zum Freitagabend. Ja, das, was ich jetzt gewürfelt habe, schaut gerne im Video vorbei, wenn es online ist. Dann verlinke ich euch es auch. Und ich werde mir jetzt meine Lasagne schmecken lassen. Die sieht zwar nicht mehr appetitlich aus, aber Leute, glaubt mir, die schmeckt so geil. Leute, ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Es war heute richtig unspannend, was ich mit auf der Arbeit hatte. Einfach nur ein Couscous-Salat und Porridge zum Frühstück und so ein Riegel von MyProtein. Birthday Cake hieß der, glaube ich. Es war einer von diesen drei Lloyd-Riegeln. Der war echt nicht schlecht. Und genau, eine Kiwi gab es noch und jetzt haben wir wieder was für das andere Video gedreht, also sprich nochmal bestellt bei Domino's. Und das snacken wir gerade. Bei mir gibt es wieder eine Gemüsepizza. Und bei Robin gibt es Pizzabrötchen. Und das essen wir jetzt noch. Und schauen dazu ein bisschen YouTube. Genau, und ich melde mich dann einfach morgen wieder. Hallo ihr Lieben. Es ist Samstag. Wir haben heute ziemlich lange geschlafen. Und ich habe jetzt gerade noch Sport gemacht und mal duschen. Und ja, ich snacke gerade so einen Energy Ball von der Koro Drogerie. So sieht der von innen aus. Ich glaube, das ist Erdnussmus da drin, fragt mich nicht. Der war in so einem kleinen Schälchen. Und eigentlich habe ich den gekauft für ein Video, weil ich einen Tag essen wollte wie die Sophia. Wie heißt denn der YouTube?
Ich komme gerade gar nicht drauf. Irgendwas mit Sky, Sophia Sky oder so. Keine Ahnung. Da hat sie diesen Energy Ball probiert und den gab es letztens im DM. Deswegen habe ich den eigentlich mitgenommen. Ich habe mich jetzt aber spontan dazu entschieden, dass ich das Video doch nicht drehe, weil sie irgendwie in dem Tag, was sie gefilmt hat, What I Eat in a Day auf Instagram, so ein Reel, irgendwie war das nicht so viel. Ich habe irgendwie voll Angst, dass ich an dem Tag dann so wenig esse und dann irgendwie am nächsten Tag total den Heißhunger bekomme. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Video doch nicht zu drehen und probiere den hier gerade mal. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, gestern hat er mir gar nicht geschmeckt. Ich habe nämlich gestern schon mal probiert und dachte mir jetzt gerade, wir können ihn ja nicht wegschmeißen, ich probiere den nochmal. Und jetzt schmeckt es eigentlich ganz gut. Hier drin ist wahrscheinlich Erdnussmus und dann sind das, denke ich mal, Datteln, Haferflocken. Ja, und Erdnussmusfüllung steht auch drauf. Schmeckt so semi-gut. Würde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal holen. Ich glaube, der war auch gar nicht so günstig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte mir Frühstück vorbereiten. Ist nämlich schon 12:30 oder so. Deswegen gibt es eine Smoothie Bowl oder ein Smoothie. Ich weiß noch nicht ganz. Auf jeden Fall mixen wir uns einen Shake und ich habe voll Bock drauf. Ich habe gestern nach der Domino's Pizza übrigens noch voll viel rumgesnackt, weil ich quasi einen Filmabend gemacht habe. Wir hatten zum Beispiel noch Nutella da. Ich bin generell so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ich Bock auf was Süßes habe, dann und wenn nichts da haben, dann suche ich mir einfach irgendwas. Und da habe ich mir dann noch eine Scheibe Brot mit Nutella gemacht. Frag mich nicht warum. Und noch ein bisschen Müsli gegessen. Das vom DM, dieses Knusper-Erdbeermüsli, das ist ganz lecker. Und ich habe noch ein bisschen was von dem Pudding gegessen. Diesem vegan von Dr. Oetker, diesem Vanillepudding. Der war ja ganz lecker. Boah. Und damit hat sich das gestern mit den Kalorien schon wieder ein bisschen erhöht. Ich versuche trotzdem mal dem Ganzen entgegenzuwirken und trotzdem normal weiter zu essen, auch wenn mein schlechtes Gewissen gestern wieder richtig gekickt hat. Sorry, dass das hier so quietscht. Aber wir wollten ja real bleiben hier, ne? Ich habe ja gesagt, ich nehme euch eigentlich mit, wenn ich mehr esse, aber irgendwie war mir gestern Abend nicht mehr nach Film. Weil ich erstens mal total müde war, die ganze Zeit am Videoschneiden auch nebenbei noch war und Film geguckt habe und gestern einfach mal chillen und nichts tun wollte. Kann auch sein, dass es jetzt einfach nur eine Ausrede ist, aber ich habe es irgendwie auch vergessen zu filmen. Nehmt es mir nicht übel, auf jeden Fall habe ich ein bisschen rumgesnackt. Und ja, werde jetzt versuchen, wie gesagt, den Tag heute trotzdem. Wie ist das doof so rum? Erster YouTuber hier am Start. Werde versuchen, heute trotzdem einigermaßen so zu essen, wie ich normalerweise essen würde. Ich mache jetzt mein Smoothie, wie ich den eigentlich immer mache. Banane. Eine sehr unreife Banane, aber schmeckt lecker. Ein bisschen Speisequark. Bisschen Kurkuma. Ein paar Leinsamen. Robin wird sich freuen, da hat ihr vorhin gerade das gesaugt. Upsi. Ein Scoop veganes Protein, beziehungsweise nehme ich einen halben Scoop, weil das sehr intensiv macht, weil das schmeckt. Und so ein bisschen sehr intensiv künstlich, deswegen. Und zum Schluss. So, mix it. Ich sag's euch, man schmeckt das Proteinpulver so krass raus. Ich mache noch 2-3 Stückchen Mango rein. Ich habe Bock drauf. Schmeckt mega. Und das ist einfach so viel. So sieht jetzt mein Frühstück aus. Ich schreibe jetzt noch ein paar Videoideen auf, beziehungsweise mache einen Videoplan noch fertig für unseren Urlaub. Und genau, trinke jetzt mein Smoothie, erst noch ein paar Cashews und hier übrigens noch meinen restlichen Tee von heute Morgen. Cranberry-Tee. Und ja, nee, Cranberry nicht, sondern Hagebutte. So rum. Genau, das ist jetzt mein Frühstück. Um 13:13 kann man mal machen. Den Cookie habe ich gestern übrigens angefangen zu snacken. Davon vielleicht ein Drittel gegessen. Den Rest esse ich jetzt gerade beim Schneiden. Cheers.
Wir haben keine Kaffeegläser mehr, weil die Robin immer leer macht. Deswegen jetzt aus dem Cocktailglas. Ist aber auch hübsch. Den trinke ich jetzt noch. Ein kleinen Schluck Milch. Bisschen Paprika. Salz. Und Pepper. Na, Babe, vielleicht kriegst du es nie direkt vor die Kamera. Oh, sorry. Dinner's ready, liebe Freunde. Das sind jetzt zwei, also na gut, anderthalb Burritos. Ich habe die gefüllt mit passierten Tomaten, Frischkäse, Tomate, Reibekäse und Mais und dann noch ein bisschen Rührei. Genau. Und dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Paprika. Eine Karotte habe ich gerade noch gegessen. Und das ist jetzt unser Abendessen und es wird Zeit. Es ist nämlich schon gut 8:45. Oh Mann, guten Fuden. Ehe ich es jetzt wieder vergesse zu filmen, Nachtisch. Ich esse gerade noch zwei Zartbitterreiswaffeln. Trink eine Tasse Pfirsichtee und habe gerade noch zwei Plattpfirsiche gegessen und ich liebe die. Ich finde, egal wie unreif die sich noch anfühlen, also wie fest die noch sind, die sind trotzdem super süß und richtig saftig. Haben wir gerade jeweils beide noch zwei gegessen, weil die richtig lecker waren und eine Karotte. Jetzt gibt es das noch als Nachtisch und dann sehen wir uns morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Es ist jetzt auch schon wieder gut Zeit vergangen. Ich war, wie man sieht, gerade duschen. Ich musste unbedingt meine Haare waschen. Irgendwie waren die ganz schön fettig. Und ja, jetzt will ich mir gerade Frühstück vorbereiten. Es ist nämlich schon gleich um 11, glaube ich, wenn nicht sogar schon wieder später. Ich habe nämlich gerade ein bisschen was für die Online-Trainer-Lizenz gemacht, weil ich mich echt ein bisschen ranhalten muss. Man hat ja eine begrenzte Ausbildungszeit und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich in der Zeit die Module abschließen muss oder in der Zeit die komplette Ausbildung abschließen muss. Deswegen bin ich gerade ein bisschen unter Zeitdruck, aber generell wollte ich heute ein bisschen was machen, weil ich ja in der Woche, wo ich arbeiten bin, weil es nicht so wirklich dazu komme. Jetzt ist es 10.48 Uhr. Ich wollte mir heute zum Frühstück Porridge machen, ich habe da irgendwie gerade voll Bock drauf, weil Pancakes sind irgendwie zu aufwendig und Brötchen holen wir heute auch keine, deswegen gibt es jetzt Porridge. Genau, ich habe mir jetzt gerade schon einen Tee gekocht und zwar einen türkischen Apfeltee, richtig lecker. Und machen wir jetzt, wie gesagt, mein Frühstück noch fertig. Und dann fahre ich heute wahrscheinlich zu meinen Eltern, weil wir die Geschlechter von den Hasen bestimmen wollen. Wir haben ja Babyhasen bekommen, die sind total niedlich. Ich habe ja letztens eine Insta-Story zu gemacht und da wollen wir mal gucken, wer denn jetzt was ist genau. Und drei wollen wir behalten, beziehungsweise meine Eltern haben sich da schon drei Süße rausgesucht und die restlichen vier gehen dann leider weg. Ist ein bisschen schade jedes Mal. Also wir hatten ja letztes Jahr schon einen Wurf und die sind aber leider dann alle plötzlich verstorben, wobei wir auch nicht so wirklich wissen, wie das passieren konnte. Weil es halt einfach so nach und nach passiert ist. Also jeden Tag immer mal einer mehr oder so und irgendwann war gar keiner mehr übrig. Es war schon echt ein bisschen heftig, deswegen hoffen wir einfach und drücken die Daumen, dass es dieses Mal gut wird. Aber ich glaube, die kritische Zone haben sie schon längst überstanden, deswegen hoffen wir einfach mal, dass alles gut verläuft. Genau, deswegen fahre ich heute Nachmittag zu meinen Eltern und wir wollen heute noch ein bisschen für ein anderes Video drehen. Wir machen nämlich heute TikTok-Rezepte, die wir gerne mal ausprobieren wollen. Da werden ja ein paar Rezepte gehypt momentan und die wollen wir einfach mal ausprobieren. Deswegen haben wir gestern schon ein bisschen Zeug dafür gekauft. Und deswegen muss ich das heute irgendwie alles ein bisschen unter einen Hut bekommen. Deswegen mache ich heute trotzdem weiter Food Diary und wir schneiden quasi die Rezepte für das TikTok-Video zusammen und ernähren uns quasi nicht einen Tag separat nur von gehypten TikTok-Rezepten, sondern probieren die einfach mal aus. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bereite mir jetzt Frühstück vor. Ich habe nämlich schon richtig Hunger. Wird auch langsam Zeit um 11.
So sieht jetzt mein fertiges Frühstück aus. Ich habe einfach, ja, ihr habt ja gesehen, wie ich mein Porridge gemacht habe. Getoppt noch mit Banane, Kakaonips, Erdnussmus und heute mal noch ein paar Himbeeren. Sieht jetzt so ein bisschen wässrig aus, weil mir spontan noch eingefallen ist, dass ich noch ein bisschen Kokosnussmilch reinhauen kann. Die haben wir sonst nie da. Ich glaube, die TikTok-Suchtis unter euch wissen gleich, was wir heute probieren. Und dazu gibt es noch einen türkischen Apfeltee. Und das ist jetzt mein Frühstück. Wir haben gerade für das TikTok-Rezept-Video den Pink Drink probiert. Schmeckt richtig nice, kann ich echt empfehlen. Davon habe ich gerade ein paar Schlücke genommen. Und jetzt gibt es bei mir den High-Protein-Pudding vom Rewe in Haselnussgeschmack. Ich habe da so lange drauf gehofft, den mal irgendwo zu finden, weil er angeblich richtig gut schmecken soll. Das gerade in meiner Insta-Story mit euch probiert und der ist richtig lecker. Der erinnert so ein bisschen an Monte, wenn man den miteinander verrührt hat. Ich war generell so ein Opfer und hat das immer miteinander verrührt. Den esse ich jetzt noch und dann mache ich gleich los zu meinen Eltern. Ihr Lieben, draußen gewittert's. Ich bin schon seit einer Weile wieder zu Hause, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht so lange. Aber ich bin ganz froh, dass ich noch heile nach Hause gekommen bin, weil kaum, dass ich drin war, hat es angefangen mit Regnen. Es ist jetzt 6:45. Ich habe euch ein bisschen gefilmt oder gezeigt, was ich bei meinen Eltern gegessen habe. Es gab nämlich ein bisschen Wassermelone, richtig nice, und einen Apfel. Und dann habe ich noch zwei Merci gegessen, einmal normal Vollmilch und einmal Kaffee, richtig nice. Und ein Schokofresh, weil die richtig geil sind. Wieder ein bisschen rumgesnackt, aber irgendwie hatte ich Lust drauf. Jetzt gab es gerade noch eine Karotte und ein bisschen Paprika. Und ich habe mir jetzt Abendessen gekocht. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel Hunger, aber ich habe irgendwie Bock, was zu essen, weil ich ja heute auch noch nichts Richtiges hatte. Und deswegen zeige ich euch mal, was es bei mir zu essen gibt. Wir haben das nämlich die Woche jetzt noch gar nicht geschafft zu machen, weil wir ja die Lasagne gegessen haben. Ja, und deswegen gibt es das jetzt noch fix. Und zwar einfach so Wildreis. Und dazu habe ich so ein bisschen Geschnetzeltes gemacht, wenn man es so nennen kann. Wir hatten noch Pilze übrig, die schlecht geworden wären. Deswegen habe ich die jetzt mal verbraucht. Räuchertofu, Sojasahne, Gewürze. Und ja, das ist jetzt mein Abendessen. Quasi veganes Geschnetzeltes. Freue ich mich sehr drauf und das werde ich mitschmecken lassen. Hallo ihr Lieben, ich drehe heute oder beziehungsweise die Woche ein anderes Video. Ich esse 5 Tage Rezepte von Ishtar. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht ein bisschen sinnlos für morgens bis mittags ein Food Diary großartig zu drehen. Deswegen mal schauen, wie ich mich die Woche melde. Robin ist übrigens die Woche wieder nicht da, ich bin also wieder lonely. Ich dachte nur, ich melde mich jetzt mal fix bei euch. Ich will nämlich ein neues Whey probieren und zwar das Clear Whey Peach Tea. Bin so gespannt, wie es schmeckt. Training war heute übrigens gut anstrengend. Also falls ihr mal Bock habt, dass ich euch da mal mitnehme. Vielleicht gehe ich in meinem Sommerurlaub mal früh bei Zeit um 5 oder so, wo noch nicht so viel los ist. Dass ich dann mal die Kamera mitnehme oder so. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Man fängt ja immer erstmal klein an. Deswegen, okay, ich glaube, hier war sogar eine Aufreißlasche. Ja gut, merken wir uns fürs nächste Mal. Linda. Ich mache da immer ein bisschen mehr Wasser rein, als in der Anleitung steht, weil irgendwie wird es mir sonst zu süß. Und ich finde, es klumpt auch immer relativ stark. Obwohl ich eigentlich schon einen guten Shaker habe, würde ich sagen. Zumindest halt so einen Standard-Shaker, einfach nur mit so einem Sieb oben drin. Und es schäumt immer richtig gut. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal die Whey's von MyProtein probiert? Da kann man immer so 5 Sekunden shaken und dann schäumt das so heftig, dass man nicht mehr schütteln kann. Oha. Ist halt ein bisschen kacke. Ich habe jetzt ziemlich lauwarmes Wasser hier drin. Kalt wäre es bestimmt immer eine Nummer geiler. Ich glaube, das könnte sogar mit einem neuen Favorit sein. Also ich kenne ja bis jetzt immer nur das Mojito Whey, weil ich mich an die anderen nicht so richtig rangetraut habe. Aber Peach könnt ihr auch echt probieren. Peach Tea. Schmeckt richtig gut. Ich werde das jetzt nochmal in den Kühlschrank stellen, damit es ein bisschen abkühlt. Und werde mir das jetzt noch genehmigen. Ich mache jetzt noch ein bisschen was für die Online-Trainer-Lizenz und lege einfach mal die Beine hoch. Ich bin so K.O. Und Gitarre lernen muss ich auch noch. Ich melde mich später wieder oder die nächsten Tage. Mal schauen. Ich dachte mir, ich zeige euch trotzdem noch ein paar Einblicke von meinem Essen die letzten Tage vom Food Diary. Ich konnte euch leider nicht so viel mitnehmen, weil wir wie gesagt, oder ich halt wie gesagt, das Essen von der Ishtar ausprobiert habe. Schaut wie gesagt gerne im Video vorbei. Am Donnerstagmorgen gab es bei mir Porridge zum Frühstück mit Chiasamen und Erdnussmus und Banane, wie ich das immer esse. Und es war so lecker. Dazu trinke ich früh immer Kaffee auf der Arbeit und meine Eltern hatten an dem Tag Hochzeitstag und deswegen konnte ich spontan leider nicht das Video weiterfilmen, weil ich ungern absagen wollte. Deswegen sind wir dann abends noch mit der Familie zusammen essen gewesen. Es war richtig schön, gemütlich. Ich habe ein paar Pommes von meiner Schwester mitgenascht und dann hatte ich Spaghetti
mit einer Pfifferling-Rahmsoße mit Parmesan. Das war richtig lecker. Ich war danach pappsatt. Und ja, es war ein richtig schöner Abend mit meiner Familie. Und am Freitag habe ich euch noch mal Mittagessen gezeigt. Da hatte ich früh zum Frühstück ganz normal eine Türke mit Banane. Und mittags habe ich mir dann Pudding Oats gemacht. Und das waren so nice Pudding Oats, weil ich liebe Himbeeren auf Pudding Oats. Leute, ich habe lange kein Food Diary mehr gefilmt. Das ist richtig komisch die Woche. Gebt euch mal diese riesen geile Portion Kartoffeln. Keine Sorge, ich esse die nicht allein. Ich drehe ja heute noch mal für das Video, wo ich esse, wie die ist da. Deswegen schaut unbedingt im Video vorbei, wenn es schon online ist. Es schmeckt so nice. Dazu gibt es übrigens noch einen kleinen Salat, der auch richtig gut schmeckt. Ich schneide schon nebenbei Video heute und schaue jetzt noch ein bisschen Bridgerton. Soll angeblich eine gute Serie sein, ich bin gespannt. Ich habe die mal angefangen, aber dann irgendwie nie weitergeschaut. Deswegen mal schauen, wie es sich so entwickelt. Und die sind richtig schön crunchy, ich lieb's. Mmh. Die werde ich mir jetzt noch schmecken lassen. Heute ist übrigens Freitag. Wir müssen heute noch einkaufen gehen. Und vielleicht fahre ich nochmal zu meinen Eltern, deswegen steht viel an. Ich freue mich drauf. Und ich werde mir das jetzt schmecken lassen.